Hallo, es geht wieder los mit Tour de France. Und ja, Tour de France 2019 ist jetzt endlich rausgekommen. Und ja, dann geht's halt sofort los. Und schauen wir mal, ja, was es hier so Neues gibt, beziehungsweise wie es vom Spielgefühl ist. Wobei ich denke, dass sich da nicht viel geändert hat. So, okay, also hier sehen wir Rennen, Herausforderung, Training, pro Kapitän, pro Team. Option Editor, hier sieht das mal alles so aus wie vorher. Gehen wir mal auf Rennen, weil ich werde jetzt sowieso erstmal eine Tour starten. Tour de France, okay, das Menü ist halt ein bisschen anders tatsächlich. Kann man dann die Rennen auswählen? My Tour Innsbruck. London, Brüssel. Gut, aber ich fahre eine Tour de France jetzt gleich mal. Clash of Champion fahren? Ja. Ja gut, hier habe ich jetzt noch nichts eingestellt. Ja, online, tja, geht ja nicht wirklich. So, fangen wir mal an. Ja, okay, das sieht noch genauso aus wie im vorherigen. Ja, mit wem spiele ich jetzt? Erst als allererstes. Ah, hier, da muss ich dann die Namen auf jeden Fall wieder ändern. Bei Quickstep passen die Fahrernamen nicht. Antigruppe auch nicht. Tja. Oh, Team Sie ist Ineos. Tja, schwere Entscheidung. Ich glaube, ich fahre mit Sunweb. Obwohl Dumoulin startet nicht bei der Tour. Bora wollte ich mir eigentlich noch aufheben. Ja, irgendwie eine schwere Entscheidung. Gerade Movie ist da mit. Ich nehme ja Movie ist da, warum nicht? Doch, die Aufstellung kann man nochmal ändern. Valverde, Quintana, Landa. Kann man eigentlich so lassen, weil Carapaz ist ja nicht dabei. Ach, was soll's, ich nehme Carapaz mit. So. Hi guys. Welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. This stage is of no interest to us. So, aber erstmal flache Etappe. Have a good stage. Mannschaftszeit fahren. Klassiker. Flach. Ah, hier wird es dann schon langsam mal interessant. Und die sechste Etappe ist schon Bergankunft. Mühlhaus, La Planche de Bail, viel. Könnte in den Vogesen vielleicht sein, ich weiß es nicht. Ja, und dann wieder nicht so sehr spektakuläres Toulouse, dann geht's nochmal los hier. Tourmalet. Bergankunft auf dem Tourmalet, auch ganz interessant. Noch eine Bergankunft. Dann geht es nochmal in die Alpen. Naja, gut, sieht schon relativ interessant aus, die Tour. Fangen wir an.
So, von der Steuerung alles wird sich ja nichts geändert haben, groß. Ich habe ja nichts. Hab da nichts vorher geübt oder so. So, ja, das ist keine schwierige Etappe. Ich glaube, Rojas ist noch am nächsten dran als Sprinter. Kann mit Valverde fahren. Fahr mit Valverde. Soll's. Greetings, ladies and gentlemen. Welcome to the Grand Départ of the 2019 Tour de France. Wenn ich so die Bilder hier wieder sehe, es hat sich. Brussels, his Grand Départ celebrates the 50th anniversary of the first yellow jersey claimed by Eddy Merckx, five times winner of the Tour de France. If the stage. Speichert das. So, Quintana braucht Schutz von Amador. Today, lads, despite some Flemish hills and cobblestones, it should very much resemble a classic flat stage, with a breakaway by the Baradors and Sprinters teams pulling the strings. So, naja, mal schauen. Also, bis jetzt hat sich von der Steuerung und alles, von der Aufmachung, nie wirklich was geändert. Grafik genau noch. So wie vorher, vielleicht schaffen sie ja nächstes Jahr mal ein komplettes Rework vom Spiel, so dass es mal mit neuer Grafik, ja, The würde riders will dem vielleicht mal probably ganz meet gut tun. Paterul, a cult location for Belgian cycling, and a Oh, das ist aber neu, dass man die Anstiege dann sieht. Sehr cool. Okay, das ist eine Neuerung. Da kann man sagen, ja. Boosberg. Das ist relativ sinnvoll, sogar. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Flat stages. Little wonder that they're not shown in their entirety on TV. So, naja, wie immer tut sich ja nicht wirklich viel in der flachen Etappe. Die Folge wird halt auch relativ kurz nur sein, so 15 Minuten oder so. Ist einfach zu heiß. Da halte ich es nicht ganz so lange am Computer aus. Deshalb etwas kürzer, aber am Wochenende dann wieder alles normal und wahrscheinlich dann auch vielleicht sogar zwei Folgen, wenn ich noch einen Pro-Team-Modus oder Pro-Kapitän-Modus noch starte. Muss ich mal schauen. So, noch ein kleiner Anstieg.
So, eine Minute noch. So, was gehen die letzten 20 Kilometer los? Das sieht nicht gut aus. Watch the demeanor of the other sprinters to know when to launch your sprint. If you start too soon, Eieiei. Continue your effort to the line. Da gibt's noch ein paar Start too Bugs. late, you will not have time to work your way. Er froh, dass es jetzt gerade nicht abgestürzt ist. Das Spiel hat sich noch irgendwie gefangen. Mann, Mann, Mann. Ups. Ja. Mann, ständig kommen hier die scheiß Hilfe-Dinger. Alain Philippe mal mitfahren. For the penalty. The sprint is inevitable. Bora kommt nach vorne und macht Tempo für Sagan. It's the red pennant. The sprint will be launched. Boah. Ist hier überhaupt nicht durch. Ja, boah, war jetzt nichts Spektakuläres. Ups. Bin hier aus Versehen drauf gekommen. Replay. So. Ladies and gentlemen, let us welcome him warmly. He is in spot. We can say that everything. He will climb on. So. We had no real ambitions for the classification of this stage. At least it can be said is you didn't. Sagan hat auf jeden Fall gewonnen. We could have hoped for a better start. Und keiner hat Zeit verloren. Das ist schon mal to do gut. better. Ja, gut, das war jetzt kurz der erste Eindruck vom Spiel. Ich habe es wirklich erst frisch installiert. Und ja, ich habe noch nicht mal den Online-Modus gefunden, muss ich sagen, vorhin beim Durchgucken. Aber gut, mal schauen. Morgen schaue ich es mir dann mal genauer an. Und dann kommt auch die nächste Folge hier mit dem nächsten Rennen. Aber das war jetzt der erste kurze Eindruck. Ja, bisschen leider wie erwartet. Das ja hat sich nicht wirklich viel getan. Ja, bin dann nur auf die ersten Bergetappen gespannt. Mal schauen. Aber gut, werden wir dann sehen. Erstmal danke fürs Zuschauen und dann morgen bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.